Hey Leute, willkommen zurück hier im schnatterkalten Horizon Zero Dawn, beziehungsweise in dem DLC, wo wir ja gerade auf der Suche sind nach Langhalsteilen. In der letzten Folge haben wir ja schon zwei gefunden und ich glaube, hier liegt das dritte. Ich habe mittlerweile meine... Das verbessert meine Chancen. Ach so, nee. Ich habe nur einen Minenwerfer gefunden. Okay, gut. Gut, den kann ich aber jetzt nicht brauchen. Schade eigentlich. Genau, ich muss ja da hinten irgendwo gucken. So, deswegen laufen wir hier mal rum. Ich habe jetzt mein ganzes Inventar mal entrümpelt und kann jetzt wieder ein paar Sachen einsammeln. Da läuft schon wieder irgendein Viech rum. Ah, jetzt sieht man auch den Langhals da oben, der da so eingefroren ist. Hat man ja alles in der letzten Folge nicht gesehen, weil dunkel und Schnee und jede Menge Gegner. Genau. So, jetzt sammeln wir noch ein bisschen Heilkraut. Und was haben wir denn hier oben eigentlich? Schau ich mal. Und ich habe noch meine Erfahrungspünktchen hier investiert. Gibt aber nicht mehr... nicht mehr viel, was ich eigentlich hier freischalten möchte, aber bevor ich die verfallen lasse. Setze ich die natürlich ein. Ich habe da mein Inventar etwas erhöht um 20%, damit ich mehr Glump rumschleppen kann. Loot, Loot, Loot. So. Langhalsteile. Dahin. Okay. Das sind doch sicher wieder irgendwelche Gegner unterwegs. Ja, natürlich, war ja so klar. Wo soll denn das bitte sein? Da oben. Muss ich da irgendwie raufkommen? Ist es dann gar nicht da oben, sondern irgendwie... Ups. Ach nee, schon wieder Vögel. Ach nee. Das ist nicht euer Ernst, oder? Moment, hier ist viel. Meine Waffen ein bisschen upgraded, weil ich noch ein paar Module übrig hatte. Jetzt jagen sie mich. Ja. Also ich. Ich weiß echt nicht, wie man diesen beikommen soll. Ist so kalt. Ich kletter hier einfach weiter. Vielleicht geht es ja dort rum einfach nur, um da hoch zu klettern und sich das Teil zu... Bleib weg von mir. Komm, heil dich mal. Komm, wir klettern jetzt hier rauf und ignorieren die. Geh weg. Ich krieg die ja nicht mal anvisiert. Du blöden Viecher. Oh.
So, wo war denn jetzt hier dieses Dingsi da unten? Hier irgendwo. Ich glaube, ich sollte mir mal so einen Kälteschutztrank einwerfen. Oh mein Gott. Oh Gott. Jetzt bin ich da runtergesprungen. Das geht ja schon gut los. Meine Güte. Also diese Vögel sind echt die nervigsten Gegner hier im Spiel. Alles andere kann man ja noch umgehen, aber die erwischt man, oder ich erwische die weder hier im Flug noch irgendwo auf der Erde. Also, oder ich muss dann stundenlang in irgendeinem Grasbüschel sitzen und warten, dass ich sie mal hier aus dem Hinterhalt angreifen kann. So. Wo hat mich das Spiel denn jetzt hier abgesetzt? Oh mein Gott. Ich muss da ja hinlatschen. Ja, die Speicherstellen sind auch irgendwie... Hoffentlich komme ich da noch hin, bevor es wieder dunkel wird. Meine Güte. Gibt es ja nicht irgendwie so ein Feuer, wo ich nochmal einen Speicherpunkt setzen kann? Oder? Ja, da. Okay. Offensichtlich habe ich das übersehen oder ich bin gar nicht hierher gelaufen. Ich bin ja einen anderen Weg gelaufen. Sollte ich mal so ein Eisdingsi hier mitnehmen. Eistrank. Genau, jetzt machen wir hier mal das Feuer an, damit ich nicht so weit zurückgeworfen werde, falls ich nochmal sterbe. Was ja durchaus im Bereich des Möglichen liegt. Jetzt wird schon wieder dunkel. Oh Mann. Und es schneit wie Sau. Es schneit wie Sau. So. Aber offensichtlich müssen wir dann diese Vögel da besiegen. Bleibt uns nichts anderes übrig. Na, wo ist er hin? Abgestürzt. Oh Gott, ich stürze auch gleich wieder ab. Bevor ich überhaupt sehe, wo die sind.
lande doch mal hier. Komm mal her. Ja, jetzt ist der irgendwo gelandet, aber nicht da, wo ich ihn erwischen kann. Hier überleben sollte, wenn man nicht diesen Panzeranzug hat. Oh Gott. Wo sind die denn? Hallo? Gefunden. Jetzt mache ich mich hier vom Acker. Kann man hier noch finden? Das Inventar ist schon wieder voll. Oh mein Gott. Ich dachte, ich hätte jetzt. Ich dachte. Komm hier raus. Ja, genau. Ich komme hier raus. Ich komme hier raus. Ich komme hier raus. So, wir laufen jetzt hier schön runter. Hier ein bisschen Land gewinnen. Oh, jetzt ist er schon wieder da. Darf er wohl nicht wahr sein. So, ich gehe aber erstmal ins Feuer und mache mal einen Save. Genau. So, und jetzt geht's zum Reparieren wieder zurück. Mist. Bye. Blöder Vogel. Blöder Vogel. Ich gehe jetzt reparieren. Das ist mir jetzt gar nichts. So. Komm, Leute, es reicht jetzt. Es reicht jetzt. Es reicht jetzt echt. So. Und immer schön leiser. Wo soll ich jetzt das ganze Zeug hier deponieren? Da oben irgendwie. Schauen wir mal. Muss ich da von innen rauf oder wie geht denn das jetzt? Ich bin sicher. Zumindest für ein paar Minuten. Ja, da. Also hier komme ich schon mal nirgends hin. Hoch. Hier. Na komm. Mädel, kletter.
mein Fokus findet hier vielleicht was. Genau, guck mal. Da. Beschädigter Rumpf. Okay. Kann ich das von hier unten irgendwie reparieren? Ah, ja, okay. Gut, das passt. Muss nur funktionieren. So. Da ist noch irgendwas. Gup. Ja, Stellantrieb. Sieht doch besser aus als vorher. Und wo ist noch was? Unten. Okay. Dann wieder runter. Wenn es schief läuft, merkt es wenigstens keiner. Dann also aktivieren. Dann schauen wir mal. Hat ja jetzt lang genug gedauert. Mensch. Langsam. Wäre ja zu einfach. So, müssen wir den jetzt noch übernehmen oder was sagt sie so einfach? Komm ich da noch hin? Von hier aus müsste ich leicht auf den Langhals springen können. Das wäre ja zu einfach gewesen. Okay. Dann muss ich warten, bis der nochmal vorbeikommt. Mein Gott, sterbe ich oft hier in dieser Folge. Das ist ja peinlich. Und dann auch noch bei so blöden Aktionen. Das ist ja mega. So. Okay. Gegen so eine große Maschine habe ich auch Schuss. Ich müsste von hier aus auf den Langhals springen können. Okay. Dann warten wir nochmal. Der läuft ja immer im Kreis rum. Und wir genießen die schöne Aussicht. Achso, von da vorne hätte ich auch noch springen können, aber da ist wieder irgendein Viech. Kann ich seine Spur? Nee, die Spur kann ich jetzt nicht verfolgen. Aber ich glaube, ich warte jetzt hier mal, bevor ich wieder irgendwelche tollen Sachen mache. Auf die Karte, wo der da rumläuft. Ah, das sieht man nicht. Ja, das könnte jetzt ein bisschen länger dauern. Dabei kann ich noch mal Zeug herstellen. Kann ich eigentlich so Gesundheitstränke noch mehr herstellen? Weiß ich nicht. Fallen und Tränke? Wahrscheinlich kann ich nicht. Genesungstrank? Brauche ich nur Fleisch dazu? Habe ich nicht. Gut. Ich glaube, der verschwindet hier irgendwo im Nirvana. Dann würde ich sagen, ich spule da mal vor und warte, bis der wieder da ist, weil ich will hier keine unüberlegten Aktionen wieder machen. So, der Langhals ist jetzt wieder hier im Anmarsch und ich glaube, wir können es wieder mal wagen, hier drüber zu springen. Genau.
komme ich denn da hin? Ah, da. Dann überbrücken wir das mal. Es hier überhaupt gibt. Das ist schon wieder ein Gegner. Schauen wir mal auf die Karte, was uns die so zeigt. Da ist noch irgendwie ein weißes Gebiet. Aber anscheinend gibt es bloß einen Langhals. Vielleicht gibt es hier drin noch einen, aber sehe ich erstmal nicht. So, ich hatte eigentlich gehofft, dass ich hier irgendwie so ein Nest finde, womit man dann die Maschinen, die hier so rumlaufen, überbrücken kann, wenn man das eingenommen hat. Aber ich sehe jetzt im Moment nichts. Hier haben wir noch einen Händler und ein Feuer. Und das ist unsere Nebenquest, wo wir dieses Musikinstrument oder was immer das sein soll, wieder in Betrieb nehmen sollen. Ja, wo gehe ich denn dann jetzt hin? Ich glaube, was ist denn das hier? So ein Banditenlager, oder? Okay. Gut, aber die sieht schon mal interessant aus hier. Was ist denn das? Weiß ich auch nicht. Fertigkeitenpunkt habe ich jetzt 6. Ich glaube, da gucken wir mal, was wir hier noch auswählen können. Ich habe ja eh schon fast alles Interessante hier mir angeeignet. Was haben wir denn hier? Drücke beim Zielen R1, um bei allen Bogenwaffen bis zu 3 Pfeile gleichzeitig anzulegen. Das vergesse ich ja sicher wieder. Schwere Sperrangriffe verursachen mehr Schaden, wenn die Gesundheit niedrig ist. Ruft eine neue überbrückte Reitmaschine. Bis jetzt habe ich noch nichts gefunden, was ich hier überbrücken kann. Menno, höhere Chance auf mehr Rohstoffe. Ich habe eh keinen Platz für Rohstoffe. Mit Reitmaschinengesundheit. Absprungschlag. Ach, ich glaube, ich nehme das mal mit den Pfeilen hier. Genau. Vielleicht erinnere ich mich ja dran. Ach so, ich habe noch 3 Fertigkeitspunkte. Oh, Mann, Mann, Mann. Dann nehmen wir das noch. Gut. Genau. So. Achso, nee, dann gucke ich mal auf die Karte und gehe. Ja, eigentlich müssen wir ja nur den Pfad zurückgehen hier. Hier mal. Was sind denn das hier für angeschlagene Maschinen da? Ich glaube, die lasse ich jetzt einfach mal so. Ich folge jetzt mal dem Pfad. Dann müsste ja irgendwo... ein Feuer auftauchen und ich würde auch gerne ein bisschen... Pflanzen sammeln, obwohl meine Gesundheit ist ja eigentlich gar nicht so schlecht im Moment. Ich soll gucken. Ich soll gucken. Was gucke ich denn? Ich sehe nichts. Gut.
Ach so, nee, das heißt, dass ich laut bin und dass ich gehört werde. Ah, egal. Ist sowieso niemand da im Moment. Ich habe ja hier alle niedergemetzelt. So. Kleine Tiere. Ach so, ich brauche ja immer noch irgendwie fettes Fleisch für Gesundheitstränke. Aber ich glaube, die brauche ich nur, wenn ich jetzt so einen Bosskampf, glaube ich, machen möchte. Werde ich mir die mal reintun. Okay, dann laufe ich mal ein bisschen hurtiger hier durch die Gegend. Aber wahrscheinlich laufe ich wieder an dem Feuer vorbei. Lass mal gucken. Das Feuer ist da vorne rechts und die Nebenquest ist da links. Dann schaue ich mal, ob ich das Feuer finde. Und dann gucken wir uns mal die Nebenquest an. Ich kann eigentlich mal hier. Wieso habe ich so wenig Fallen? Ich habe doch welche gebastelt, dachte ich. Komische Geräusche. Hier ein verlassenes Lager. Aber kein Loot. Scheint nicht so. Ups, was war jetzt das hier? Ein Auto. Ah, hier irgendwie so ein Lok-Dingsi. Ein Datenpunkt. Rückkehr nach Singapur. Ups. Punkte gibt es ja auch noch, genau. So, und wo ist jetzt diese Nebenquest? Da. Vorne hin. Da sind wieder solche Krokodile drin. Ah, die waren auch unangenehm. Aber die konnte ich doch übernehmen. Eigentlich. Eigentlich. Das muss die Ruine sein, die Laulei erwähnte. Lauf noch. Kann ich die wieder nicht übernehmen? Natürlich nicht. Dämonische Viecher. Folgt dem Fluss, finde seine Quelle. Scheint einfach zu sein. Ah, ich hab die falsche Pfeile drin. Jo, es reicht. Dass ich nichts sehe. Ganz schön zäh. Und hier. Ups.
Der wird nicht mal merken, dass ich angreife. So, meine... Müsste ich die gar nicht ausschalten? Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Vielleicht müsste ich die gar nicht ausschalten. Ja, ich weiß es gar nicht. Hier. Also viel Beute kriegt man ja. Ach, das sind noch zwei Stück da unten. Gegen was seid ihr eigentlich empfindlich? Verderbnispfeile? Gegen so eine große Maschine habe ich natürlich keine nicht. Aber ich glaube, ich müsste die auch gar nicht erledigen. Ich gehe ihn erstmal aus dem Weg. Genau, ich gehe den erstmal auf den Weg. Geh mal bloß aufwärts. Oh, toller Himmel. Und es wird schon wieder dunkel. Ich könnte da sogar hier über den... hier drüber, über mit so einem Seil-Ding sie... Ah. Folge dem Fluss stromaufwärts. Und wo ist bitte stromaufwärts? Mir überhaupt nicht irgendwie dazu, irgendwelche Storys zu erledigen, Leute, weil ich die ganze Zeit nur auf der Flucht bin. Na, geh mal hier raus, Mädel. Weil ich nicht genau weiß, wo ich hin muss. Ah!
Viech nimmt ja fast überhaupt keinen Schaden. Könnte ich das Ganze ja irgendwie beschleunigen hier. Das müssen die Eisfallen sein. Der Schamanenpfad beginnt irgendwo weiter oben. Ich will ja eigentlich nicht so zum Schamanenpfad. Ich will doch hier die Nebenquest machen. Irgendwie ist die. Stehe ich wieder mit der Zielführung hier auf Kriegsfuß. Genug. Man kann ja echt nicht im Spiel schauen hier, was man eigentlich tun muss. Weil immer diese Viecher hier dazwischen. Oh, eine Ziege habe ich aus Versehen auch noch mit erledigt. Okay, habe ich noch eine Ziege erledigt. Oh Mann, Mann, Mann. So. Schwäche, Zerstörung. Ja, da bin ich ja schon gut dabei, Leute. So. Okay. Muss ich offensichtlich doch hier rauf. Was ist eigentlich mit meiner Rüstung? Naja, doch, die hat sich wieder aufgefüllt. Ich glaube, ich hätte das einfach umgehen können hier. Okay. Aber ich denke, ich habe jetzt genug Aufregung für diese Folge. Wir machen dann in der nächsten Folge mit dieser Questline weiter und hoffe, dass ich hier irgendwie... Mal schauen. Ja, hoffentlich das Geheimnis hier lüften kann und wahrscheinlich muss ich da runter, oder? Und dieses Musikinstrument wieder in Gang setzen kann dann. Schauen wir mal. Und ein Nordlicht gibt es auch noch zu sehen. Okay, obwohl die Landschaft hier immer so eisig ausschaut, ist es doch ganz nett mal zu schauen. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge auch wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao!